Okay, Leute, wir müssen heute mal Tacheles reden. Ich merk's bei mir selber, ich merk's bei euch. Wir finden immer wieder tausende von Gründe, warum wir heute nicht ins Handeln kommen können. Warum wir heute nicht auf unseren Traum zuschreiten können. Und es ist so wichtig, dass wir heute mal eine Sache ganz glatt ziehen und verstehen. Sowohl ihr als auch ich. Wir sind hier, wir sind am Punkt A und wir haben einen Traum, was auch immer das ist, aber der ist an einer anderen Stelle. Und wir wollen zu diesem Traum hin. Der einzige Weg, um da hinzukommen, ist, indem wir unseren verdammten Arsch in Bewegung setzen und auf diesen Traum zuschreiten. Was wir anstatt dessen machen, ist jeden Tag immer wieder tausende von total plausiblen und nachvollziehbaren Gründen zu finden, warum wir heute nicht auf diesen Traum zuschreiten können. Och, heute ist das Wetter scheiße oder ich fühle mich heute nicht so richtig. Ich glaube, ich werde krank. Ich weiß gerade nicht, wie ich es weitermachen soll. Ich bin mir nicht so sicher, ob das die richtige Idee ist. Oh, mein Rücken tut weh. Ich bin gerade irgendwie im Streit gewesen und jetzt habe ich keine Energie. Ich mache gerade eine schwere Phase durch. Mein Chef ist scheiße, meine Kollegen. Ach, ich bin von der Arbeit gekommen und bin total ausgelaugt. Ich muss noch Sport machen. Ich kann noch nicht die ganze Zeit nur daran arbeiten, sondern habe auch noch eine Familie und andere Dinge. Egal was, rafft es. Das sind alles lahme Ausreden, wenn es darum geht, dass ihr an euer Ziel kommen wollt, an euren Traum kommen wollt. Wir fokussieren viel zu sehr, immer wieder fragen wir uns, was ist heute der Grund, nicht ins Handeln zu kommen? Und wir müssen anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Wir müssen an den Punkt kommen, dass wir uns kontinuierlich immer wieder fragen, was kann ich heute tun, um einen Schritt auf mein Ziel zuzugehen? Und wenn es nur einer ist, aber im Laufe der Zeit kommen wir dadurch an unser Ziel an. Was kann ich tun, um meinem Ziel näher zu kommen? Was kann ich tun, dass ich garantiert jeden Tag einen Schritt darauf zugehe, egal wie klein er ist? Das sind Fragen, die uns da weiterhelfen können. Anstatt die ganze Zeit uns zu fragen, was ist heute der Grund, dass ich wieder nicht und vielleicht auch, ich bin ein Weltmeister darin, mich zu fragen, was macht es wirklich plausibel, dass ich heute nicht auf mein Ziel zu schreiten kann? Ne? Ich weiß nicht, vielleicht entdeckt ihr das Gleiche bei euch selbst. Wir sind richtig gut darin, Gründe zu finden, die sogar uns glauben machen, dass es okay ist, dass wir heute nicht dem, was uns am allerwichtigsten ist, ein Stückchen näher kommen. Und das ist Bullshit. Das sind alles lahme Ausreden. Ich challenge euch, schreibt in die Kommentare, was euer größter Grund ist, der euch immer wieder davon abhält, einen Schritt auf euer Ziel zuzumachen oder der euch gerade abhält. Ist es Angst davor, ins Tun zu kommen, nicht zu wissen, was ihr gerade machen wollt? Keine Energie zu haben. Ich challenge euch. Ich will mal sehen, vielleicht denkt ja der eine oder andere jetzt gerade, nee, mein Grund, der ist wirklich ein Grund. Schreibt es in die Kommentare und ich werde euch widerlegen, ich werde euch beweisen, dass es am Ende auch nur eine lahme Ausrede ist, um nicht auf euer Ziel zugehen zu können. Das war's von meiner Seite. Es ist so nötig, dass wir das begreifen, weil, also wenn wir eine Sache mitnehmen aus diesem Video, dann wir können nicht an unser Ziel kommen, wenn wir nicht begreifen, dass wir uns in Bewegung setzen müssen. Leute, lasst uns in Bewegung kommen. Lasst uns auf unseren Traum zuschreiten. Lasst es uns wahr machen. Das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis bald. Ciao.